Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Lindner, wenn Sie schon den Entwurf des Protokolls der ersten Runde vor sich haben, dann schauen Sie noch mal, was Sie bei den Lehrerinnenstellen gesagt haben, und dann überlegen Sie noch mal, ob das richtig ist. Sie haben in der ersten Runde hier behauptet, wir hätten 2000 Lehrerinnenstellen bei den Gymnasien gestrichen. Herr Lindner, das ist falsch. Und Herr Laschet, Sie haben kritisiert, wir wären zu schlecht bei U3 und dem Ganztag. Und wenn wir mal in die Fakten schauen, wenn wir mal in die Haushaltspläne schauen, 2010 und jetzt in den Entwurf 2017, dann ist Fakt, dass wir den höchsten Schuletat haben in der Geschichte des Landes. Wir haben 3,8 Milliarden mehr investiert als 2010. 3,8 Milliarden mehr, das ist ein Aufwuchs, der war fünfmal so hoch wie der zwischen 2005 und 2010, meine Damen und Herren. Fünfmal mehr haben wir für Schule, für Bildung investiert als Sie, meine Damen und Herren. Herr Laschet, die Mittel für den offenen Ganztag sind um 25% gestiegen. Und ich kann mich noch daran erinnern, an den Landtagswahlkampf 2005. Ein Direktkandidat im Düsseldorfer Süden, der bis heute Mitglied des Hauses ist, und viele Podiumsdiskussionen, wo die CDU-Vertreterinnen immer uns vorgeworfen haben, eine ideologische Schulpolitik. Wir wollten die Kinder den Familien, den Eltern wegnehmen, um die staatlich umzuerziehen. Das war das Credo. Das war nicht 1950. Das war CDU 2005, meine Damen und Herren. Sie sollten bei dem Feld wirklich kleine Brötchen backen. Und dann hat Herr Lindner in einer unglaublichen Arroganz die Hochschulen dieses Landes kritisiert und schlecht geredet. Sie haben mit Verweis auf die hervorragenden Hochschulen, die es ohne Zweifel gibt im Vereinigten Königreich, suggeriert, es würden sehr, sehr viele Studierende aus Nordrhein-Westfalen nach Großbritannien gehen. Ja, das ist ja auch alles okay. So, aber Sie haben suggeriert, unsere Hochschulen wären nur mittelmäßig. Sie haben dann gesagt, ich will mal nett sein, und haben dann uns auch noch zugeprostet. Ja, ich war ja nett, ich habe ja nur gesagt mittelmäßig. Herr Lindner, wir haben von den Top 10 Universitäten in Deutschland, haben wir 6, wenn es nach der Größe geht. Wir haben sehr, sehr viele mit der Exzellenzinitiative des Bundes. Wir haben mehr Studierende aus Großbritannien bei uns an unseren Hochschulen in Nordrhein-Westfalen als andersherum. Hören Sie auf, ein Zerrbild zu zeichnen. Wir haben einen sehr, sehr guten Hochschulstandort. Wir haben den dichtesten in ganz Europa. Und wir sind genauso anerkannt wie die Hochschulen in Großbritannien, meine Damen und Herren. Auch hier die Zahlen. Es ist der höchste Wissenschaftsetat. Nordrhein-Westfalen hat 27,3% aller Studierenden. Wir bilden ein Viertel aller Absolventen aus, und das sind die deutschen Zahlen. Wir haben jetzt ein Wissenschaftsetat von mehr als 8,4 Milliarden, und damit liegt er 2,6 Milliarden höher, beziehungsweise 44% über dem Niveau des Jahres 2010. Und ja, die Studiengebühren, Herr Witzel. Aber Herr Witzel, Sie sind doch Haushälter, Sie wissen doch ganz genau, dass die Forderung nach einer Wiedereinführung der Studiengebühren haushalterisch nur dann Sinn macht, wenn sie den Hochschulen das Geld wieder wegnimmt. Das ist überhaupt kein Qualitätsgewinn. Die Hochschulen haben dadurch null mehr Mittel, und sie verbauen jungen Menschen den Zugang zu unserem Bildungssystem. Das ist das Einzige bei den Studiengebühren, was wir davon haben. Hören Sie auf, jetzt so zu tun. Selbst mit dem Etat der Studiengebühren, die 250 Millionen, die Qualitätsverbesserungsmittel, ohne die Qualitätsverbesserungsmittel wären wir nicht bei 2,6 Milliarden Euro, sondern wir wären dann bei 2,3 Milliarden Euro. Und das ist immer noch eine Steigerung von über 40% ohne die Studienbeiträge. Über 40% mehr Investitionen in diese wichtige Zukunftsaufgabe. Und Sie versuchen auch, bei F&E, die Ministerpräsidentin hat das völlig zu Recht gesagt, ein Zerrbild hier zu zeichnen. Das haben Sie ja auch im Ausschuss schon gesucht mit dieser Berichterstattung aus der FAZ. Fakt ist, Nordrhein-Westfalen hat die höchste staatliche Förderung für Forschung und Entwicklung gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Wir liegen im Vergleich hinten, weil die Investition der Unternehmen, der Privaten, schwach ist. Da müssen wir besser werden, da wollen wir besser werden.
Aber da wäre es doch mal sinnvoll, wenn Sie den Vorschlag, der nun wirklich seit 2009 ein halbes Dutzend Mal im Deutschen Bundestag beantragt wurde, dass man den Unternehmen da einen Steuerbonus gibt, eine Steuererleichterung, wenn sie investieren in Forschung und Entwicklung, wenn sie an neuen Produkten forschen, dass man denen dann auch mit einer Steuererleichterung entgegenkommt. Sie sind doch sonst immer so schnell dabei, wenn es heißt Steuersenkung. Warum können wir denn hier nicht mal was Gemeinsames machen für Mittelstand, für Innovation, für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts, meine Damen und Herren? Meine Damen und Herren, wenn wir über Steuersenkung reden, dann sind wir auch ganz aktuell in der Debatte über den Bundeshaushalt. Es ist wahr, es gibt Überschüsse. Der Bund, der Bundesfinanzminister, macht es so, dass er Länder und Kommunen nicht regelrecht gut ausstattet, dass er viele Aufgaben überträgt, ohne die finanziellen Mittel zu hinterlegen. Und darunter leiden dann wir hier als Landespolitiker, die in der Verantwortung sind mit dem, was der Bund uns zuweist. Und das sind über 80% des Haushaltes, die Zuweisungen sind aus Steuermitteln, mit dem dann die wichtigsten Zukunftsaufgaben zu stemmen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich dann mal vergegenwärtigen, was wir alleine im Bereich der kommunalen Finanzen erreicht haben. Ministerpräsidentin hat mit dem Hinweis auf die Städte, die damals im Nothaushalt waren, das schon deutlich gemacht. Wir geben im Vergleich zum Landeshaushalt so viel Geld aus wie kein anderes Bundesland. Wenn wir dann mal schauen, wer Nummer zwei und wer Nummer drei ist, dann hätten wir schon eine Summe, die im Wesentlichen dem entspricht, was der Netto-Neuverschuldung in diesem Haushalt zugrunde liegt. Das heißt, wir könnten einen ganz einfachen, ausgeglichenen Haushalt machen, indem wir den Kommunen sagen, wir gehen jetzt auf das Niveau von Baden-Württemberg. Wir hätten einen Haushaltsüberschuss, wenn wir sagen würden, wir gehen zurück auf das Niveau von Bayern. Aber das ist doch keine Politik, meine Damen und Herren. Doch, das kann man vergleichen, wenn Sie sich mal Baden-Württemberg anschauen und Bayern, Herr Witzel, und das wissen Sie ganz genau, und das ist auch im Kommunalausschuss runterdiskutiert. Und sehr überraschend, der Deutschlandtrend vom 1. September 2016, wofür sollten Mehreinnahmen im Bundeshaushalt verwendet werden? Nur 16% der Bevölkerung ist für Steuersenkung. Über 70%, die übergroße Mehrheit, möchte eine nachhaltige Haushaltspolitik. Und das ist auch verständlich, weil die Menschen, die vor Ort gute Betreuung haben wollen, die gute Schulen, gute Schulgebäude auch, Herr Marsching, haben wollen, die wissen, das geht nicht überein, wenn wir auf der anderen Seite Steuern senken. Die wollen dann wissen, wie wir das finanzieren. Und die wissen ganz genau, wenn es Steuersenkungen gibt, fehlt an anderer Stelle das Geld. Die Mehrheit der Menschen ist klüger, als Sie das vermuten, meine Damen und Herren von der FDP. Und deswegen ist es richtig, was wir mit diesem Haushalt vorlegen, wichtige Investitionen in die Zukunft unseres Landes, in Kommunen, mit dem kommunalen Investitionsprogramm finanziert über die NRW-Bank, wenn wir auch nachlegen bei dem Bereich Schulbauten und bei dem Bereich Freizeit. Aber es ist richtig, was wir vorlegen mit mehr Investitionen in Bildung. Und das ist der genaue Gegenpol des Bundeshaushaltes. Und darauf sind wir stolz, meine Damen und Herren. Vielen Dank.